Heute ein exklusiver Blick hinter die Kulissen der Feldhamster-Zuchtstation. Und Toki schnuppert zum ersten Mal Leipziger Luft. Früh am Morgen hinter den Kulissen des Elefantenhauses. Don Chung soll heute den Leipziger Zoo verlassen. In den Tierpark Cottbus soll sie umziehen. Kein Pappenstiel, so ein Elefantentransport. Akribisch haben Thomas Günther und Kurator Pfleiderer alles vorbereitet. Heute haben wir den, glaube ich, 8. Termin, oder? Ist ja ziemlich oft verschoben worden. Unsere Don Chung geht heute endlich weg, also endlich für sie. Weil sie hat sich ja leider in unserer Gruppe nicht so zurechtgefunden, wie wir uns das gewünscht haben. Haben ja lange Zeit, fast ein Dreivierteljahr versucht, die irgendwie in die Herde zu integrieren. Aber die hat leider überhaupt kein Selbstbewusstsein und hat vor dem kleinsten Elefant wirklich Angst. Und wir wollen sie halt aus ihrer Psychose herausholen. Also wir hatten das geplant seit vorletztem Jahr und hatten den ersten Termin im Frühjahr letzten Jahres und dann durch verschiedene Verzögerungen, Baukostenkrise. Also wir haben ungefähr 15 Monate Verspätung. Allein die letzten zwei Wochen waren ja schon sehr intensiv. Ja. Aber ja, jetzt soll es soweit werden. Von den Vorbereitungen soll Don Chung so wenig wie möglich mitbekommen. Ein letztes Mal geht sie mit ihrer Freundin Rani in die Halle. Mit ihr kommt sie gut aus. Mit Keva und Astra, den dominanten Kühen der Herde, konnte sie sich trotz aller Versuche nicht arrangieren. In Cottbus hat sie nun die Chance auf ein ruhiges Leben. Dort lebt nur eine ältere Elefantenkuh. Vielleicht eine neue Freundin für Don Chung. Perfektes Transportwetter, nicht zu warm. Wir haben jetzt draußen so eine kleine Straßensperrung. Da steht der Container jetzt schon. Das ist ja ein Doppelcontainer, also eigentlich für zwei Elefanten. Mit dem haben wir zum Beispiel auch unsere Ching und Hoa nach Neunkirchen gebracht. Und der Kran steht in der Mitte. Der Container wird von der Straße rübergehoben auf die Anlage, direkt ans Haus ran. Direkt die erste Box, damit man mit den Lasten nicht so eine weite Wege hat. Bis ins Detail sind die technischen Abläufe geplant. Doch wie wird Don Chung reagieren? Das ist schwer abzuschätzen. Doch ist sie ganz ruhig. Wir wissen aber auch, dass Don Chung anders kann. Also das ist so von extrem ruhig auf wilde Sau und unkontrollierbar, das kann sie schon auch. Also das ist auch schon so, dass sie so einen Durchdreher gekriegt hat oder schnell wird, auch wenn ein kleinerer Elefant hinter ihr her war oder auch mit einem Bullen oder so. Also wenn die meist aus Angst raus irgendwie dann Energie entwickelt, dann ist da schon noch ganz schön Leben drin. Also die ist nicht immer so ruhig, die kann auch anders, aber wir sehen zu, dass wir das so entspannt und so ruhig wie möglich halten. Der Container steht. Gleich wird's ernst. Die Hyänendamen in Aufregung. Ein neuer Mann ist eingezogen. Doch bis sie den treffen dürfen, da dauert's noch. Toki ist noch in der Eingewöhnung bei Janine Bürger. Heute ist es soweit. Heute darfst du raus. Heute darfst du raus auf die Außenanlage. Komm mal gucken, mein Schatz. Raus ja, aber noch nicht zu den Damen. Toki soll erst mal ganz in Ruhe seine Anlage erkunden. Wollen wir mal rausgucken in die Sonne? Na los. Ja, fein, so ist fein, prima. Oh, mit Janine hat er sich anscheinend schon angefreundet. Wir haben uns aneinander gewöhnt und er hat gelernt, dass er in die rechte Box geht, damit wir links sauber machen können. Die Schiebergeräusche, wie wir riechen, wie alles hier riecht. Und jetzt sind wir eigentlich an dem Punkt, dass er so zutraulich ist, dass ich denke, wenn wir ihn rauslassen, dass er eben auch wieder reinkommt. Na dann los. Zeit, die Welt da draußen zu entdecken. So, mein Süßer, bist du bereit? Geh mal rausgucken. Der ist so süß und hübsch. Vielleicht sogar neugierig.
Ich finde es ganz klasse. Also wenn ich Hyäne wäre, würde ich es auch so machen. Erstmal in Ruhe gucken und die Lage checken und dann nach und nach immer Schritt für Schritt weiter. Toll, ganz, ganz toll. Schön, ruhig, entspannt. Klasse. Oh, mal sehen, ob es ihm gefällt, hier Leipziger Luft zu schnuppern. Na hallo, ihr wollt heute mal mit zum Hamster kommen, ja? Ja. Na dann kommt mal rein. Tina Raschke öffnet Tür und Tor zur Zuchtstation der Feldhamster. Ich führe euch mal in die heiligen Hallen. Tinas Schützlinge waren die letzten Monate im Winterschlaf. Doch jetzt wacht einer nach dem anderen auf. Das heißt für Tina, 60 hungrige Mäuler stopfen. Und bei allen Tieren nach dem rechten Sehen. Der Leipziger Zoo macht sich hier stark für die Rettung des mitteldeutschen Feldhamsters. Also jeder Hamster hat hier, wie man sieht, vier so eine großen Ställe. Die sind hier verbunden mit diesen Röhren. Kann also sich da hin und her bewegen, wie er will. Und überall schön einstreut drin. Der Hamster baut sich das dann immer so, wie er es möchte. Also ich würde vermuten, dass der Hamster vielleicht hier drin wohnen könnte. Hier sieht man nämlich ganz gut. Er hat jetzt hier rechts, wie man sieht, eine Eingangsröhre. Das ist eigentlich ein Zeichen für einen Schlafbau. Die Zuchtstation. Baustein eines großen Artenschutzprojektes. Wir sind ja jetzt gerade wirklich sozusagen im Saisonauftakt. Schauen jetzt, wie die Tiere alle über den Winter gekommen sind. Und haben, wie gesagt, im vergangenen Jahr angefangen mit der Einrichtung und dann natürlich auch dem Einzug der ersten Hamster. Unsere Gründertiere stammen alle aus Thüringen und aus Sachsen-Anhalt. Grund dafür ist, dass der Hamster in Sachsen selbst nahe der Ausrottung steht und unterhalb der Nachweisgrenze ist. Deshalb sollen sich die Feldhamster hier vermehren. Und später wieder in der Natur angesiedelt werden. Das ist ein sehr besonderer Hamster. Die Nummer 40 aus Thüringen. Der ist so zum Pfleger recht umgänglich, eigentlich auch immer recht ruhig. Die Mädchen versteht er manchmal nicht so. Er hat manchmal ein bisschen ein Problem mit den Mädchen. Also bei der Zucht letztes Jahr, da war er manchmal ein bisschen verwirrt. Mit den Mädchen? Das hat doch Zeit. Erstmal müssen Tina und der Kurator schauen, ob Nummer 40 den Winter gut überstanden hat. So, jetzt müssen wir aber mal gucken. Leider muss ich jetzt mal dich hier ein bisschen aufschrecken. Ich nehme jetzt mit Absicht auch das Holz, weil wir haben auch Kandidaten, die dann schnell mal da reinbeißen. Und das möchte ich natürlich nicht in meinem Finger haben. Da ist er, Nummer 40. Na, guten Morgen. Na? Ein bisschen müde, ha? Huh? Ja, mal gucken, ob Nummer 40 ein Morgenmuffel ist. Im Elefantenhaus höchste Konzentration. Don Chung soll es so komfortabel wie möglich haben. Ist nur eine kurze Fahrt, 3 Stunden bis nach Cottbus. Und ein neu gebautes Elefantenhaus wartet dort auf sie. So wie sie hier steht, können Sie dann schon mal in Cottbus sehen, wo es in die Laufhalle geht. Es sind auch überall so Kameras, dass man während der Fahrt gucken kann, was die Elefanten treiben. Wir haben natürlich hier so 20 cm zum Container und drin noch so eine Führungsschiene. Das muss alles ein bisschen entschärft werden, dass wenn die rückwärts läuft, dass sie nirgendwo hängen bleibt. Es geht los. Rani geht nach draußen. Und für Don Chung wird's ernst. Rückwärts soll sie in den Container geleitet werden. Ich würde eigentlich erst mal hinter ihr sein, dass ich mit den Zweien kommuniziere. Gut, dann machen wir die erst. Wie immer. Da fest. Ja. Da fest. So stressarm wie möglich, das wünschen sich alle für Don Chung. Also wir haben im Prinzip an den Hinterfüßen 2 Seilen, die an dem Container angebracht ist. Und vorne der Radlader ist eigentlich nur dafür da, dass wir Don Chung in der Spur halten. Dass wenn jetzt der Schieber aufgeht, dass er sich da nicht eindreht.
Und im Prinzip zieht man sie ja nicht, sondern man sieht nur zu, dass der eine Hinterfuß ein bisschen in Schräglage ist. Dann wird das Gewicht verlagern und so hält man sie am Laufen. Die wird also mehr oder weniger selber reingehen. So der Plan. Gut, hinten hängt sie an der Seilwinde. Ihr könnt vorne machen. Hinten ist sie an der Seilwinde. Schieber? Schieber ja. Auf. Es geht los. Wir lassen sie einmal gucken, hier muss noch ein Brett stehen, rechts oder links. Weiter, weiter, weiter. Pass auf, wenn die zieht. Warte, halt. Warte, 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 warte. Hier, links. Warte, warte, warte. Warte. Oh, es kostet Überwindung, aber Don Chung lässt sich führen. Nummer 40? Nicht begeistert von der morgendlichen Störung. Na, was ist denn los heute? Ein Schneckerhamster. So, na, komm mal her. Ja, komm hier. So. Ja, heute ist auch ein bisschen ungehalten. Also normalerweise ist das ein sehr ruhiger. Ja, er schimpft ein bisschen, dieses Zähnewetzen, das tut sein Unwillen zeigen. Aber schön, wie sich das jetzt etabliert hat mit den Röhren und mit dem Reinklettern. Wiegen in der Röhre ist für alle die beste Variante. Tja, mit einem verärgerten Feldhamster ist nicht zu spaßen. Wenn sie angreifen wollen, leeren die vorher ihre Backentaschen aus. Und dieses sich so putzen ist so eine Handlung, die darauf hindeutet, dass das jetzt sein Plan wäre. So, was hat man jetzt? 395,8, ne? Gut. Oh, wird alles dokumentiert. Spannend für uns natürlich jetzt zu sehen, wie hat sich es jetzt in den letzten Monaten über den Winter entwickelt. Und ist jetzt erstmal auf den ersten Blick, sieht er jetzt ganz gut aus. Gucken wir uns dann gleich mal an, wie es im Jahresverlauf sich die Gewichtskurve gemacht hat. Aha, hier haben wir jetzt also die Gewichtsentwicklung von dem Tier. Also das geht wirklich los an dem Tag, als er kam. Da haben wir den das erste Mal gewogen. Ja, hier sieht man also, der ist auf jeden Fall gut dabei. Ja, gut dabei. Und seine Nachkommen sollen wieder in freier Natur angesiedelt werden. Also wir machen hier auf keinen Fall irgendwie einen Alleingang, sondern wir sind im Arbeitskreis Feldhamsterschutz in Sachsen beigetreten, wo wir mit vielen Partnern, unter anderem der Landesbehörde, vom Ministerium, dem regionalen Bauernverband zum Beispiel, dem NABU und vielen weiteren Playern im Feldhamsterschutz hier in Sachsen gemeinsam an ganzheitlichen Ansatz arbeiten. Wir hoffen da sehr, in wenigen Jahren eine ganz runde Sache zu haben und dann auch wirklich mit unseren Nachzuchten hier den Bestand in Sachsen kurz vor 12 gerade noch retten zu können. Gut, dann kommt jetzt der Teil mit dem Zurücksetzen. Das passiert natürlich auch wieder in dieser Wanne hier, damit uns da der Hamster nicht noch entwischt. Ja, das sieht gut aus. Na dann, wieder ab ins Bett. Jetzt muss man auf jeden Fall immer ruhig arbeiten, dass der Hamster möglichst ruhig sitzen bleibt. Ja, dann lässt man ihn ganz entspannt in den Rücks reinklettern. So, also wieder drin. Ja, bald ist Paarungszeit. Lieber noch mal richtig ausschlafen. Toki lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Horizonterweiterung in kleinen Schritten. Das ist halt das Schöne, ne? Dadurch, dass er weiß, wo ist es sicher, wo ist es drinne. Selbst wenn der sich jetzt vor irgendwas erschrecken würde, wäre die Wahrscheinlichkeit, dass er wirklich den Punkt aufsucht, den er jetzt kennengelernt hat die letzten Tage und als sicher empfindet, was will ich mehr? Ist ganz toll. Cool. Sehr, sehr schön, sehr schön. Einfach noch mal kurz rein, Herr weiß, was er gerochen hat, wo er gesagt hat, jetzt ist er wieder draußen und guckt sich alles weiter an. Also, das läuft richtig toll. So wollen wir das gerne haben.
Fein machst du das. Das schnuppert alles gut, ne? Ja. So ein aufregender Tag. Hm? Prima. Ich würde jetzt erstmal ein bisschen noch was anderes arbeiten gehen. Und wenn ich wiederkomme in einer Stunde oder so, ich glaube, dann ist er ein paar Meter weiter und dann kann man auch noch mal gucken. Aber das sieht super aus. Der Toki macht hier sein Ding. Den kann man beruhigt alleine lassen. Janine muss los, hat noch einen Tiertransport. Die Prinzessin sieht aus. Heute ist ihr großer Tag, heute wird sie uns verlassen. Wir haben die letzten Tage schon immer Kistentraining gemacht, also Transportkiste reingestellt und Mehlwürmchen rein. Und dann weiß sie auch, okay, es passiert nichts weiter. Und ja, heute packen wir sie ein. Heute geht sie fort. Hallo Prinzessin. Na? Ja, ich weiß. Komm mal her. Komm mal her, Schatz. Komm mal her, guck mal. Guck mal, guck mal. Hallo. Die Erdmännchenprinzessin. Von der Leipziger Gruppe verstoßen. Heute zieht sie nach Schleswig-Holstein. In ihr eigenes Königreich. Na los geht's. Nee, ich hab sie da reingestellt. Ich hab sie in die Kiste gestellt. Genau, geh mal gucken. So ist fein. Schmeckt gut, ne? Das schmeckt gut, ne? Na geh noch mal gucken. Na geh noch mal gucken. Prima, das schmeckt gut, ne? Ja, so schnell kann es gehen. Dann würde ich sagen, eingepackt in die Kiste und dann kann sie in ihr neues Zuhause ziehen. Ja, und dann wird aus der Prinzessin eine Königin. Gute Reise. Auch Don Chong wird gleich auf Reisen gehen. Sehr gut, Don Chong. Gleich hat sie es geschafft. Don Chong zurück. Gut, so ist Tag. Don Chong zurück. So. Schieber runter. Den Kran ran, Schieber runter. Aber rechne damit, dass sie den oben rausschmeißt. Ja. Relativ schnell runter, die wird den nach oben rausschießen wollen. Weiter. Holz raus. Wie ein Wiesel. Das war ein Kraftakt. Für alle hier. So eine Verladung ist immer spannend und aufregend, aber es lief ja alles jetzt sehr, sehr schnell und sehr reibungslos. Aber klar, man ist da immer aufgeregt und für das Tier ist es auch mal eine besondere Situation. Aber wir sind ganz froh, dass es jetzt so schnell geklappt hat und werden jetzt alles in Ruhe vorbereiten und dann kann es bald auf die Reise gehen. So ist mal an, ey. Hör mal, optimal. Die war mal kurz nicht ansprechbar, dann hat sie so ganz wild gewebt und versucht vorne an den Schieber zu kommen. Aber in dem Moment, wo der Schieber zu ist, war wirklich sofort Ruhe. Also jetzt hört sich das drin sehr gut an. Sie steht auch ganz entspannt. Als sie gemerkt hat, dass vorwärts nicht geht, ist er relativ schnell rückwärts. Och, die frisst. Völlig unterschätzt, die gute hier. Wahnsinn. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ein gutes Zeichen. Don Chong hat sich sichtlich beruhigt. Danny Geier, er wird mit nach Cottbus fahren. Packt noch mehr Reiseproviant zusammen. Bei uns ist der Plan, dass ich dann den Transport heute mit dem Thomas begleite. Habe allerdings ein extra Fahrzeug, weil ich noch ein paar Tage länger bleibe. Und heute haben wir ja Mittwoch und ich werde dann am Samstag wieder Richtung Heimat fahren, soweit alles gut ist. So, eine persönliche Frühstückskiste mit natürlich Leckerlis, Pellets, die sie halt auch von zu Hause kennt. Ja, und damit ihr dann vielleicht die Eingewöhnung nicht so schwer fällt. Oder zumindest, wo wir wissen, dass es ihr schmeckt und ihr dann wieder da besonderen Bezug kriegen zu ihr. Alles gepackt und der Container? Ah, bereits in der Luft.
Sollen wir ein bisschen ablassen und dann schieben wir den langsam ran. Gleich geht's auf große Fahrt. Auf die Kante! Stopp! Sie hat sich benommen, sie hat nicht randaliert, sie hat sich nicht verletzt, kein Pfleger verletzt, alles schön, genau so wie es sein wird. Ein neues Zuhause für Don Chung. Nur wenige Stunden später kommt sie wohlbehalten im Tierpark Cottbus an. Trauer hingegen im Leipziger Zoo. Löwendame Kigali hat ihren Partner verloren. Katamayo ist nicht mehr da. Da guckt sie, wa? Aber sie macht sich sehr tapfer. Also heute früh hat sie ihn einmal gerufen, aber im Großen und Ganzen ist sie heute sehr, sehr tapfer. Unerwartet wurde Mayo vor wenigen Tagen schwer krank, musste in Narkose gelegt werden. Trotz aller medizinischen Bemühungen wachte er nicht wieder auf. Es war ein ziemlich großer Schockmoment, gerade bei Mayo. Also mit 8 ist er noch nicht alt zum Sterben, also das reicht eigentlich noch nicht. Der ruhende Pol der Löwenfamilie. Und er war ein toller Kater, ey. Als Kigali Probleme mit der Aufzucht ihrer Jungen hatte, war Mayo als alleinerziehender Vater zur Stelle. Ja, dass sie managed hatte, das war ein Traum damals. Es waren ja wirklich klasse Bilder von der Truppe. Das hat er wirklich super gemacht. Ein schwerer Verlust und viele offene Fragen. Woran er erkrankt war, das wird erst der Obduktionsbericht vollständig aufklären können. Erste Untersuchungen ergaben eine massive chronische Rippenfellentzündung, die ihn geschwächt hat. Mario werden wir nicht vergessen, auf jeden Fall nicht. Okay, dann lassen wir mal in Ihrer Ecke sitzen. Ne? Wird Zeit brauchen, bis hier das Leben weitergeht. Ohne Mayo. Freud und Leid, selten liegen sie so nah beieinander wie in diesen Tagen. Kurz nachdem Don Chung nach Cottbus gezogen ist, füllt sich der Elefantenstall aufs Neue. Ein kleines Mädchen wurde geboren von Kewa, der Leitkuh der Herde. Am Morgen, als die Pfleger kamen, war sie einfach da. Nun laufen die Vorbereitungen für die U1, für Elefantenbabys. 93 cm ist die Kleine hoch, aber ihr Gewicht ist noch unbekannt. Die Challenge ist heute, dass wir das Kind mal wiegen, dass wir mal gucken. Ist jetzt kein Muss, aber wenn Kewa ruhig ist, so wie das aussieht, dass wir vielleicht mal ein Startgewicht haben. Lass stehen, so ist gut. Machen wir erstmal die Wiegerei und dann waschen wir. Hand da zurück. Astra, hier. Kewa, warte. Geh mal vorwärts. Geh mal vorwärts. Nee. Vorwärts. Oh. Astra. Was? 131? Alter Schwede, nicht schlecht. Die sieht echt nicht so aus. Wollen wir noch mal eine Gegenwiegung machen? Kannst du wieder einfädeln. Du kannst ja keine 130 Kilo haben, das glaube ich doch nicht. Noch nicht. Alle Zeit der Welt. Ob die Kleine wirklich so ein Wunderproppen ist? Nächstes Mal. Außerdem, Hannibals Brutzeit nähert sich dem Ende. Und der kleine Ameisenbär bekommt einen Namen. Schon nächsten Freitag bei Elefant, Tiger und Co. Also, bis dann.